Herzlich willkommen bei triathlonszene.de. Neben mir sitzt Faris Al-Sultan. Wir kommen im zweiten Teil unseres Gesprächs heute Abend. Da haben wir noch ungefähr 45 Minuten vor uns, wo wir uns unterhalten können. Und Rose Tukona aus Frankfurt schreibt noch: Servus ihr beiden und schön, dass Faris endlich mal da ist. Und Faris, was hast du sportlich noch für Ziele? Da kommen wir noch gleich drauf auf die Zuschauerfrage. Wir wollen noch ein paar interessante Punkte abklären, nämlich zum Beispiel die Geschichte mit Chris McCormick. Also das ist ja eine sehr facettenreiche Geschichte im Sport. Ihr habt euch behagt. Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch wieder versöhnt habt, aber wie ging das Ganze los? Ich glaube, der Anfang war in Rot. Ja, also eigentlich will ich die alten Geschichten nicht wieder aufrollen, aber ja, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass ich behaupte, dass er sich unfair verhalten hat. Er behauptet natürlich das Gegenteil. Ja, wie gesagt, was ist passiert auf der Radstrecke? Du bist in Führung gelegen und er war hinten dran? Ja, also es war einfach so, dass wir waren halt sozusagen zu dritt. Ich war vorne und der Kieran Doe und der Chris McCormick, die waren halt mit hinter mir. Und die sind mir dann davon gefahren und ich bin dann wieder aufgefahren. Und letzten Endes, ich bin der Ansicht, dass sie keinen regelkonformen Abstand hielten. Aber wie gesagt, um ehrlich zu sein, es sind olle Kamellen. Ich mag den Chris nicht, der Chris mag mich nicht, das ist wunderbar. Und du hast dich auch schon lobend über ihn geäußert. Also wir zum Beispiel, dass er ein Fuchs sei und das Rennen sehr gut lesen könnte und so. Du siehst schon die Stärken, die er hat. Aber er hat ja auch tatsächlich versucht, dich zu provozieren. Er macht ja das auch schlau. Er ist ja ein kluger Mensch. Er hat auch schon deine Situation versucht, so ein bisschen zu analysieren, dass du ja Druck hast hier in Deutschland, weil du hast ja hier in Deutschland ist noch keine großen Rennen gewonnen. Zwar Hawaii, aber er sagt, wenn man sich das weggedacht hätte, dann hättest du praktisch bis zu dem Moment, wo du das gesagt hast, gesagt hat, noch kein großes du hättest also Druck, ja, du musst Frankfurt gewinnen und solche Sachen. Und so hat er immer wieder versucht, dich aus der Reserve zu locken und irgendwie dir so auch Druck zu machen. Hast du das auch so empfunden? Ja, wobei, also das ist eigentlich eher relativ unerheblich, weil natürlich will ich Rennen gewinnen, aber ich bin jemand, der eigentlich, wenn er die Wahl hat zwischen einer großartigen Leistung und Zweiter werden oder einer schlechten Leistung und gewinnen, dann doch lieber Zweiter wird. Das ist idiotisch, das ist völliger Schwachsinn, aber das ist so. Und also das hat mich nicht belastet oder so. Das war nicht der Punkt. Es ging ja einfach um andere Sachen. Und was heißt Druck? Wenn man so anfängt, dann, ich hatte da nie so, ich habe ja die Ziele, die ich hatte, dann eins nach dem anderen erreicht und dann ein höheres Ziel gesteckt. Und da habe ich mir gar keinen Druck gemacht. Ich auch 2005, als ich in Hawaii gewonnen habe, da war alles so, hey, ja, okay, jetzt bin ich hier vorne und ich habe auch nicht gedacht, dass ich gewinne und so. Also das war für mich kein Problem. Und auch die Tatsache, dass ich, wenn ich jetzt nie Frankfurt gewonnen hätte oder nie ein großes deutsches Rennen, sondern immer mit guten Leistungen halt gegen irgendwen verloren hätte, dann wäre das für mich erträglich gewesen. Das war das nicht, sondern was mich halt gestört hat, ist einfach, dass ich den Eindruck hatte, ich bin meines Sieges beraubt worden. Ja. Und, aber wie gesagt, ich will das nicht alles aufwärmen. Ist eine alte Kamelle. Und der Chris ist jetzt in Rente. Und es ist alles gut. Ja. Also jetzt ist so, noch kurz die Geschichte 2006, Norman Stadler, zweiter Hawaii-Sieg. Das war doch so, du bist als Titelverteidiger in dem Rennen gewesen und hast dich auch aufgeregt, dass Chris McCormick schon wieder sehr ökonomisch sich auf der Radstrecke bewegt und hast ja auch am Wendepunkt dann irgendwie was gerufen und so. Und dann gab es ja noch irgendwie einen Tumult, wo Norman Stadler und Chris McCormick sich noch irgendwie an die Haare gekriegt haben. Aber das war hinterher. Das war in der Disco dann. Das habe ich auch selber nicht gesehen, das hat man mir nur erzählt, da war ich nicht dabei. Aber das war erst nach dem Rennen in der Disco. Aber du hast doch zum Norman noch gerufen, im Rennen so, hast du ihr noch angefeuert. Ja, ja. Also so, gib Gas, Hauptsache der Australier gewinnt nicht. Genau, ja. Also da war das ja schon relativ stark. Ja, wie gesagt, ich mag den Chris nicht und er mag mich nicht. Das beruht auf Gegenseitigkeit und wie gesagt, aber das ist alles wunderbar. Der Chris ist jetzt in Rente, hat zweimal Hawaii gewonnen, hat Frankfurt gewonnen, hat Rot ein paar Mal gewonnen, also hat unglaublich viel gewonnen, ist alles wunderbar. Und was er da gemacht hat und von sich hält, das muss er alles selber wissen. Also wie gesagt, ich grabe da jetzt keine alten Sachen aus, weil das ist mir zu umständlich und ja, man muss dann einfach auch, das ist vielleicht so ein bisschen so ähnlich mit der Doping-Geschichte, ja, das muss man, wenn ich mir andauernd immer irgendwelche Gedanken mache, dann kann ich meinen Sport nicht mehr ausüben und ich schaue nach vorn, schaue auf meine Leistung und schaue, dass die passt und dann schauen wir auf den Rest.